Sanfte Grüße mal wieder, willkommen zurück. Nächste Folge High Voltage im Spiel Railroad. Railway Empire 2, nicht Railroad. Das ist Quatsch. So, ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Das ist schon wieder ein paar Tage her. Plus das ein oder andere Let's Play. Das ein oder andere Let's Play, was ich sonst noch hatte. Deswegen keine Ahnung. Aber wir müssen, dürfen, können. Und vor allen Dingen haben wir die Aufgabe, Aro weiterzuentwickeln. Auf 110.000 Einwohner. Haben dafür aber auch ein paar Jahre Zeit, ne? Jo, easy. Was waren die anderen Aufgaben? Ja, okay. 34 Bahnhöfe. Das und Metallfolie. Ich glaube aber, wir sind mittlerweile an so einem Punkt, wo wir nicht mehr viel weiterentwickeln, ne? Also hier die Städte, die ich hier unten angeschlossen habe, da müssen wir gucken, dass wir die irgendwie noch anschließen. Also, besser gesagt, versorgen. Angeschlossen sind sie. Biel. Oder Biel. Bräuchte Klamotten. Also, nee. Stoff. Zucker oder Zuckerstar. Zucker könnten wir bringen. Dann könnten wir Biel noch entwickeln. So, aus Solothurn kommt nichts Gutes. Ich könnte natürlich auch Bern und Biel anschließen. Das macht vermutlich sogar am meisten Sinn, weil die auch Klamotten brauchen. Die sie tatsächlich irgendwo herkriegen. Echt? Von wo bekommen die Klamotten? Ja, lala, hiti. Okay. Die bekommen über den Landweg Klamotten. Kann das sein aus Freiburg? Das ist am wahrscheinlichsten. Gut. Ja, ich glaube, da mache ich das erstmal. Dann verbinden wir mal Biel oder Biel. Ich weiß immer noch nicht, wie das genau heißt, das Örtchen. Und Bern. Ah, so gut. Geht's. Ja, das ist das Problem, wenn man andere Spiele spielt. Man vergisst, wie die Steuerung ist. Ich gehe am besten hier lang. Ich muss eh runter. Gut, das ist jetzt auch sinnfrei, dass ich das da anschließe. Dann gehen wir einmal hier rüber. Hier vorne am Flüsschen lang. Einmal hier rüber. Mal gucken, dass wir halbwegs die gleiche Höhe erwischen. Und dann gehen wir auf die Schiene hier rauf, parallel. Gehen bis hier und gehen auf Gleis Nummer 7. So, ich weiß, wir müssen noch in Dings dann das Gleis ändern. Das machen wir aber zum Abschluss. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwie noch ein paar Grad sparen. Nö. Achso, ja, Strom ist drin. So, ich muss gucken, dass wir auch genug Platz lassen, um das zweite Gleis noch zu setzen. Aber ich glaube, so sieht es gut aus. Jo. Wir sind in Europa, also Rechtsverkehr. Und das hier. Ich spiele gerade irgendein anderes Szenario, wo ich in Irland bin. Deswegen, da haben sie Linksverkehr. Wobei ich mir ja tatsächlich gerade unsicher bin, ob in Irland Rechts- oder Linksverkehr ist. Weil die Iren machen ja alles anders. Deswegen bin ich mir tatsächlich gerade unsicher. So, Bern Biel. Fracht ist Quatsch. Gemischt hätte ich gern. Und zwar diese hier. Wir machen mal drei, weil wir haben ja noch Holz und Gemüse. Abmarsch. Wieso haben wir Holz und... Also, wieso haben wir Gemüse hier? Okay, aus irgendeiner Ecke wird Gemüse hier angeliefert. Ach, von da. Okay, ich habe nur die hier links gesehen. Alles klar, also da kommt auch Gemüse an. Ist das unser Betrieb? Nö. Aber der ist sowieso groß genug. Der hier ist unser Betrieb. Oh,
Stimmt, Betriebe wollten wir uns auch noch mal so ein bisschen angucken, ne? Ach, und ich wollte Bern, glaube ich, in Freiburg verbinden. Das hat sich dann jetzt auch erledigt. Aber ich könnte Neuenburg mit Freiburg verbinden und dann hier runter nach Bulle gehen. Dann haben wir nochmal zwei neue Städte angeschlossen. Ich mach mal ganz kurz Pause. Und geh mal hier lang. Ich weiß nicht, ob die da vorne parallel sind. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Weil das auch egal ist, weil wir hier relativ schnell wieder raus müssen. Aus der Ecke, um hier drüben nach Freiburg zu kommen. Freiburg. Aber nicht das deutsche Freiburg. So, das ist nämlich nicht parallel. Das habe ich nämlich fast gedacht. Also einen Schnuff können wir hier mal parallel gehen und dann müssen wir aber raus. Da bauen wir eine Tunnel. Geld haben wir. Ja, und dann müssen wir leider nach oben ziehen. Also leider, ist ja nicht weltbewegend. So, ich schließe das mal an und dann machen wir die... Ja, genau, das möchte ich nämlich irgendwie vermeiden. Oder ich mache es... Ich will mal ganz kurz überlegen, wie es am effizientesten ist. Ich setze mal einen zweiten Punkt. Das wird auf jeden Fall schon mal flach. So, dann sparen wir uns nämlich schon mal exorbitant viel Geld. Jetzt hält sich die Waage, ne? Da ist nicht viel rauszuholen. 1,6 Millionen, das ist tatsächlich auch fast alles, was wir gerade besitzen. Brücken kosten halt ultra viel. Ich kann hier aber auch nochmal runtergehen. Gut, der einzige Vorteil davon ist, dass der Tunnel länger wird. Und das macht dann natürlich auch keinen Sinn. So, da sparen wir nochmal ein paar Kröten. Da sparen wir noch ein paar Kröten. Ja, und hier sparen wir überhaupt gar nichts. Ja, das Problem ist, dass der hier halt wirklich lang wird, ne? Die Brücke. Der Brücke. Ja, komm, wir bauen's. Wir haben ja jetzt auch schon entspannt das Geld für den zweiten Abschnitt. Der dann halt auch nur noch 400.000 kostet. So. Dings hingebaut. Irgendeiner braucht auf jeden Fall... ihr braucht wahrscheinlich beide ein Wartungsdepot. Weil Freiburg... Ja, warte. Freiburg wird dann auch... Achso, ja. Mit der ein oder anderen Ware gleich versorgt werden. So, mal gucken, was wir da in der Nähe haben. So, jetzt müsste es gehen. Jo. Neuenburg, Freiburg. Gemischt. Zwei Stück. Abmarsch. Wartungsdepot. Und dann fahren wir direkt weiter nach Bulle. Und wenn wir das haben, dann gucken wir... Ach du heilige Scheiße. Dann gucken wir mal, dass wir... Achso, wow, ich kann ja nur hier unten bauen. Dass wir noch ein paar Waren anschließen, die vielleicht hier noch fehlen. So, das müsste eigentlich hier so gut passen, ne? Ja, also gut, das lässt sich nicht ändern. Nee, da können wir nicht mehr viel machen. So, rechts, links. Eins. Das finde ich übrigens auch schön, dass man das optisch jetzt mal ein bisschen besser dargestellt hat. Das war in den ersten Versionen noch nicht so, dass diese, wie heißen die? Weichenköpfe, dass sie hier farblich unterschiedlich waren. Das kam, glaube ich, mal mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, ob es Updates waren oder ob das irgendwann in der... in den DLCs mit drin war, aber wahrscheinlich waren es mal Updates. So, also, ihr bräuchtet Holz, Zucker, Milch, Bier gibt es, glaube ich, von... Nee.
Holz, Zucker, Gemüse, Milch. Milch wäre da. Zucker, Gemüse haben wir in Bulle. Jo, okay, dann schließen wir die beiden Sachen schon mal an Bulle. Aus Bulle geht's dann weiter nach Start. Muss ich mal gucken, ob ich die anschließe, aber eigentlich schon, damit ich hier hinten hinkomme. Ich muss aber auch hier hin, nach Vevey. Vevey. Naja, okay, wir starten erstmal mit dem Einfachen. Ach, hier wäre auch Holz unten. Packen das Ding mal hier rauf. Dann bauen wir auch gleich einen... Ja, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Auf die 4. Ein Dings... Ein Warenlager, wo wir dann Zucker und Gemüse nach Freiburg bringen. Achso, habe ich das gebaut? Nee, ne? Ja. So, Bulle... Das müssen wir umbenennen. Das habe ich auch lange vernachlässigt, glaube ich. So, das ist ein Gemüse. Und ab Marsch. So, dann hier bitte. Eine Lagerhalle, die uns beliefert mit Zucker, Gemüse. Nochmal Zucker, ja, und Holz kann man sich überlegen. Sehe ich aber eher nicht. So, hier werden wir einen Bogen machen. Machen wir einen Bogen oder gehen wir durch? Das kostet halt jetzt schon eine halbe Mille. Nur diesen einen komischen Tunnel zu bauen. Ich meine, Geld spielt keine Rolle, ne? Aber wir könnten hier halt nochmal richtig Geld sparen. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Müsste es ja nicht übertreiben. So, Bulle Lacroix stoppt. Wie gesagt, werden wir gleich umbenennen. Abmarsch, H gedrückt. So, das ist Lacroix Hof. Doppelklick. Wieso geht das nicht? So geht's. Lacroix Opf. Und Couture Bauernhof. Ich hätte mir die auch kaufen können. Weil die Dinger werden nicht kosten. Ja, eine halbe Million. Das dürfte aber nichts kosten. Ja, okay, kostet 1,9 Millionen. Oh! What the fuck? Panne, Alter, ich hab dich gerade eingesetzt. Achso, das ist der andere. Alles gut. Wir beruhigen uns wieder. So, wie viel fehlen noch? Ja, knapp 130. Yverdon-le-Bain. Ist das schon Frankreich? Also Lausanne ist sehr schweizerisch noch. Schweiz. Kommt aus der Schweiz? Aus der Schweiz. Bei dem bin ich mir unsicher. Das ist geografisch gerade nicht in meinem Kopf, wo das zu verorten ist. Ihr bräuchtet Fleisch oder Zucker. Ihr bekommt aber Fleisch aus Freiburg. Wenn ich weiterlaufen lasse. So, da geht Bier weg. Versandhandel kann ich mir gleich leisten. Ich hoffe, wir schaffen das. Alter, super Bilanz, ne? 668k jetzt. Ja, komm, komm, komm. So, wunderbar, Versandhandel. Bekomme ich nochmal einen Bonus von 45% jetzt. So, und der dürfte Fleisch schon mal transportieren, genau. Ja. So, Bern ist am Maximum. Musste ich da noch was machen? Nee, ne? Das war auch ein anderes Szenario, was ich gerade im Kopf habe. Okay, Aarau steigt noch. Jo. Was wären die nächsten Sachen? Birne und Käse. Hier Fleisch? Ich hab kein Fleisch. Was ist denn, wenn ich aus Luzern noch Fleisch nach Aarau bringe? So, was hätten wir hier noch? Fondue, Salz, Schnaps. Das produzieren wir, glaube ich, alles nicht. Käse und eine Birne.
Nee, nee. Guck mal, Basil hätte übrigens auch Fleisch. Da wäre das Salz. Aus Zürich kommt irgendein Schwachsinn. Hat Zug, Zug hat Bier. Tja, man könnte diese Salzmine an Aro anschließen. Hat Langtal Salz? Wahrscheinlich nicht. Nee. Und Zürich wird auch kein Salz haben. Dann. Gibt's hier ein Dings? Nee, noch nicht. Dann könnte man Salz nach Aro bringen und das verteilen. Nach Langenthal und nach Zürich. Sind ja auch nochmal zwei große. Du bist Stufe 1. Du wirst wahrscheinlich auch super billig sein. Komm, das machen wir. Wir machen den langen Weg. Das machen wir auch gleich mit doppelten Gleisen. Dass wir hier mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Züge einsetzen. So, dann machen wir mal ganz kurzen Schlachtplan schmieden. Wie wir hier am blödesten durchkommen. Oh Gott, ich muss durch das Gebirge. Wow. Geile Strecke. Also die werden wir gleich mal mitfahren. Sehr geile Strecke. Ja, da brauche ich definitiv mal locker zwei bis drei. Ich habe Rechtsverkehr, ne? So. Das brauchen wir aber nicht auf zwei Gleise machen. Sondern da sparen wir uns den Rest. Und gehen hier auf ein Gleis. So. Und in diese Richtung. Nein, was ist denn da los? Achso, ich habe wahrscheinlich den Weichkopfeisen, ne? Nö. What? Achso, weil der muss neutral sein. So. Okay, gut. Dann einmal... Ach, ich glaube, den habe ich auch schon wieder unten irgendwo vergessen. Wo waren wir gerade? Da ist einer, da ist einer. Ne, habe ich alle gesetzt. Okay. Gut, dann Arau, Kastnarast, Fracht, Fracht. Ist Fracht, ist Fracht. Mal mindestens drei. Aber bevor ich das mache, baue ich hier den Lagerspot. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, was hier noch alles angeliefert wird. Also, das ist Pflicht. Dann kommt hier an Milch. Dann kommt hier an, was bist du? Holz? Das müsste es gewesen sein, ne? Mehr ist hier nicht. Zucker. Zucker brauchen wir nicht. Ich glaube zwar, dass wir auch Holz in Zürich nicht brauchen, aber... Doch, brauchen wir. Okay. Da oben ist irgendwas gar nicht gut. Ja, und Langenthal auch. Also, wir besitzen diese Salzmine. Wir besitzen auch tatsächlich schon diese... Ja, Lichtung, den Holzfäller. Und wir kaufen uns auch gleich mal den Kollegen hier. So, jetzt haben wir kein Geld für das hier. Aber das machen wir relativ fix. Das Geld... So, nein. Ah, okay, auf geht's. So, jetzt kann es absolut möglich sein, dass diese Salzmine halt nicht hinterherkommt. Deswegen werden wir die direkt erweitern. Und wahrscheinlich macht es sogar Sinn, die auf Stufe 3 zu bringen. Weil wir brauchen hier schon... 0,7 nur. Zürich ist bei 0,7 und Langenthal dürfte wahrscheinlich auch bei 0,7 sein. Ja. Okay, dann reicht also die
4,0er Produktion aus. Ja, müsste man jetzt ausrechnen, ob, also wie weit die Strecke ist und dann, ob man das schafft. Mit zwei Zügen oder dann doch nur mit drei Zügen irgendwie am Ende möglich. So, wieso bringe ich eigentlich Holz hierher? Weiß keiner, ne? Colmar. La Bresse. Dann müsste ich das aber alles umbauen. Nö, müsste ich noch nicht mal. Ich kann von hier... Wieso habe ich eigentlich zwei hier vorne freigelassen? Achso, wahrscheinlich, weil ich hier dann die Schnittstelle mache, ne? Das macht Sinn. Pass auf, dann schließ mal gleich die nächsten Städte an. Damit wir heute vielleicht noch die nächste... Oh, hier gibt es gar keine Fabrik. Die nächste Aufgabe erledigt haben. Wo bin ich denn? Da. Und ich bin gestartet bei dem oberen. Also für den hier oberen. Ja, passt. Unten. Passt. Rechtsverkehr. Weichenköpfe. Und Versorgungsturm. Mühlhausen. Belfort. Belfort müssen wir gleich mal gucken, was wir da für eine Produktion machen. Aber vermutlich werden es Stoffe werden. Das ist die einzige... Ah, obwohl Bier würde auch gehen, aber Stoffe macht tatsächlich am meisten Sinn. Dann sagen wir hier schon mal gleich neue Produktion. Also Weberei. Kann ich die eigentlich drehen? Ja, kann ich. Gut, dann gehen wir hier gleich auf Stufe 3 hoch. Also auf Gleis 3. Stufe 3 nicht. So, nochmal Rechtsverkehr. So, ab dafür. Dann machen wir diesen hier. Der ist ja auch sehr schnell angeflanscht. Na? So. Auf die 1. Zack, zack, zack. Da haben wir den Anschluss. Achso, was wir noch bauen müssen, ist das Wartungsdepot. Und einmal die Fracht, bitte. Eine reicht. Express. Ja, ja, ich weiß. Oberleitung benötigt? Ach ja, natürlich. Ach, ich hasse es. So. Jetzt geht es. Gemisch nicht, sondern die Fracht. Einmal Fracht und einmal die 2. Ab geht's. Jo. Ich werde mir auch die gleich snacken. Mache ich das? Mache ich nicht. Lohnt sich nicht. Doch, lohnt sich. Weil ich bin ja auch quasi hierfür verantwortlich. Das heißt, wir brauchen hier schon mal 2 und du produzierst natürlich 2. Also es wäre 1:1. Wobei wir halt gar nicht so viel Stoffe brauchen. Das heißt, die Produktion von Wolle oder die Produktion von Stoffen ist sowieso Quatsch gerade, weil kein Mensch hier in der Gegend Stoffe braucht. Auch nicht Montbéliard. Das brauchen wir erst später, wenn hier tatsächlich mal ein paar mehr Städte angeschlossen sind. Und diese dann auch größer werden. So, das hier wird eine schöne Skipiste. Oh ja. Oh ja. Da freut man sich. So, auf die 3. Kriegen wir das noch irgendwie besser hin? Probably not. Wobei es ist nur eine lange Brücke. Also das geht schon. Versorgungsdepot, neue Linie, Belfort. Warum geht das nicht? Ach Mann, weil ich hier die Hälfte vergessen habe. Ach!
Da würde ich mir irgendwie auch so eine Komfortfunktion wünschen. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, das zu machen. Da lang? Nee. Jedes Mal. So, hier reicht eigentlich auch ein Zug. Weil hier ist nichts. Hier sind noch nicht mal wirklich Menschen. Gut, gucken wir mal, dass wir die hier vielleicht noch versorgt bekommen. Also, du bräuchtest Fleisch, Zucker, das bekommst du gleich. Oder Gemüse? Da ist Gemüse. Da ist Holz. Holz hast du nicht. Das bekommst du gleich. Und Gemüse würdest du auch benötigen. Und ich gehe mal von aus, Mühlhausen braucht auch Gemüse. Das heißt, wir machen in Belfort mal so eine kleine Zwischenstation, wo wir sagen, wir geben auf jeden Fall schon mal Gemüse rein. Milch können wir da anschließen. Ja, irgendwann ganz spät auch noch Zucker. Holz. Ihr habt's. Wieso habt ihr Holz? Ah, hier über den Landweg. Okay. Ja gut, dann brauchen wir tatsächlich nur für Morbillard Holz. Geht's eigentlich noch weiter? Tatsächlich. Shit. Oh Gott, das heißt, wir müssen das hier doch nochmal ändern. Dann gehst du mal bitte auf die 2. Auf die 3. Rechtsverkehr. Welchen Kopf? Das sollte man vielleicht vorher auch planen, aber gut, das ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Weil wir eh mal alle Ressourcen zurückkriegen, ne? So, ich bleib mal hier auf der Höhe. Erstmal. Scheiße, wie bin ich das an? So. Perfekt. Easy. Montbéliard, François, Stop heißt das nicht mehr. So, at least two, jawohl. Sondern du nennst dich Forst oder so. Rodung. Rodung.